Wie sah nochmal das Abstract Factory Pattern aus? Ich versuche das mal problemorientiert zu erklären. Nehmen wir an, wir haben unsere Anwendung. Und unsere Anwendung erstellt uns ein Fenster. Und dieses Fenster kann eine GUI erstellen und wir können auch von außen aus auf die GUI-Elemente zugreifen, indem wir getElementByName aufrufen. So, was für GUI-Elemente gibt es? Wir haben den Button und das Edit-Feld. Beide haben Funktionen OnClick und OnFocus. Die können beide von der Anwendung aufgerufen werden. So, das ist erstmal schön und gut. Jetzt überlegen wir uns aber ein Fenster alleine. Gibt ja verschiedene Typen. Vielleicht gibt es Leute, die wollen eher Windows-Style-Fenster haben, Windows XP-Style-Fenster, oder vielleicht gibt es auch Leute, die wollen iOS-Style-Fenster haben. Das heißt, was wir bräuchten, ist eigentlich hier nochmal so ein iOS-Fenster. Und dann sagen wir, das hier ist unser Windows-Fenster. So. Wenn das jetzt aber ein iOS-Fenster ist, dann muss es natürlich auch iOS-Buttons haben. Da fehlt da ein S, so ein iOS-Button. Und ein iOS-Edit-Feld. So, und die müssen natürlich auch dieselben Funktionen unterstützen. So, was wir jetzt wollen ist, wir können jetzt der Anwendung beliebig sagen, auch dynamisch, während die Anwendung läuft, können wir sagen, guck mal, nimm lieber das iOS-Fenster oder nimm lieber das Windows-Fenster, je nachdem, was der Benutzer einstellt. Damit das geht, muss aus Sicht der Anwendung das iOS-Fenster genauso zu bedienen sein wie das Windows-Fenster. Das bedeutet, damit das funktioniert, brauchen wir ein Interface an der Stelle. Wir nennen das mal iFenster. Und dieses Interface muss natürlich dieselben Funktionen hier unterstützen. Das iOS-Fenster hat natürlich auch Funktionen. So. Und das sind jeweils Implementierungen von diesem Interface. Das heißt, die lokale Variable, ich mache sie mal private, also die Member-Variable, ist ja ein Fenster vom Typ iFenster. Und dann ist es der Anwendung egal, welches der beiden Fenster wir haben. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Und zwar die Buttons und die Edit-Felder. So, wir können nämlich jetzt hier, die Anwendung will ja auch auf die Buttons und die Edit-Felder zugreifen, weil die Anwendung ja steuert, wann der Button geklickt wurde oder wann das Edit-Feld geklickt wurde. Das müssen wir machen. Wir brauchen also Zugriff auch auf die Edit-Felder, egal ob es jetzt hier ein Edit-Feld vom Windows ist oder ein Edit-Feld von da oben. Das heißt, was wir tatsächlich noch brauchen, ist ein iButton. Und Edit-Feld ist genau dasselbe, das heißt, wir brauchen auch ein iEdit. So. Wir sagen jetzt einfach mal, da im iEdit steht auch dieselbe OnFocus-Funktion und im iButton steht dieselbe OnClick-Funktion. Und so, die müssen also alle dieses Interface implementieren. Und was jetzt die Anwendung macht, wenn sie irgendwas zugreifen will, dann greift sie immer auf den iButton zu, der ein bisschen wie ein Button aussieht, und auf ein iEdit-Feld. Und jetzt ist für die Anwendung völlig egal oder transparent, ob sie jetzt ein Windows-Fenster hat oder ob sie jetzt ein iOS-Fenster hat. Und auch völlig egal, ob es ein iOS-Button ist oder ob es ein Windows-Edit-Button ist. Man könnte sie auch möglicherweise on the fly einfach hin und her wechseln. Das heißt, dem iOS-Fenster gibt man zwischendurch einfach das Windows-Fenster. Warum? Es ist ja alles auf demselben Interface basierend. Und ja, das ist das ganze Pattern. Vielleicht nochmal für die zur Information, das Ding hier oben ist die abstrakte Fabrik. Und das Windows-Fenster und das iOS-Fenster sind die konkreten Fabriken. Und warum ist das jetzt das abstrakte Fabrikmuster? Was ist jetzt das Coole? Das Coole ist, dass die Anwendung, die kennt gar nicht ihr Fenster. Die sagt vielleicht nach irgendwo hier, gib mir mal ein Fenster. Und dann kommt ein Fenster zurück und dann sagt die Anwendung einfach nur, okay, weißt du was? Auf dem iFenster mach mal Create GUI. Wenn es jetzt zufällig ein Windows-Fenster ist, dann ruf halt das hier auf. Und übrigens, das hier ist ja auch abstrakt an der Stelle hier. Das heißt, im Zweifelsfall bestimmt nicht mal das Fenster, was für ein Button danach herauskommt. Es ist ja auch eigentlich egal, weil sie arbeitet ja eh hier drauf. Also wir haben diese doppelte Indirektion. Und dieses Ding hier, was ja jetzt abstrakte Fabrik hier heißt, er stellt ja ein Ding, was selbst auch nochmal eine Fabrik ist, weil es ja auch wieder nur hier so, wer sich erinnert, das Factory Method Pattern wird ja hier an dieser Stelle benutzt und eben auch an dieser Stelle. Das heißt, die Fabrik baut eine Fabrik, deswegen Abstract Factory Pattern. So, und wer dieses wunderschön schön gekritzelte Bild nochmal in schöner haben will, Achtung, nicht erschrecken, wir bauen es am besten mal auf. Windows-Style-Fenster hat auch seine Buttons, iOS-Style-Fenster hat auch seine Buttons und hier haben wir die Interfaces, davon wird abgeleitet. Entschuldigung, die werden implementiert.
Das müssten also eigentlich gestrichelte Linien sein, verzeiht mir. Und hier oben haben wir das Eye-Fenster. Und irgendwo hier haben wir dann noch unsere Anwendung. Und die kann über das Eye-Fenster auf den zugreifen, kann auf den Eye-Button zugreifen und kann auch auf das Edit-Feld zugreifen. Das soll es gewesen sein. Kommentare, Fragen in die Anmerkungen und Kommentar-Section. Auf jeden Fall bitte Auf jeden Fall bitte Videobeschreibung angucken. Updates zu dem Video kommen auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Und ja, vielen Dank fürs Schauen.